So, der nächste Tag ist herangebrochen. Bin wieder hier. Mach weiter. Die Eimer und was ich mitbringen wollte, habe ich heute noch nicht mit. Aber ich habe heute mal den Nokta Impact genommen. Immer schauen, wie der Unterschied ist. Ich habe ja jetzt viele Monate mit dem Mars Gauss MD gesondelt. Und jetzt suche ich mal ein bisschen nach langer Zeit mal wieder mit dem Nokta Impact. Einfach auch, um den Unterschied mal zu merken, wie das so ist, wie sich das so läuft und wie die Signale so sind. Ich laufe im VLX2-Modus, mit ziemlich hohen Sensitivität, 96, 19er Diskriminierung, Eisenton auf 1, Track aus, Helligkeit 5, Vibration aus, Licht aus, Frequenz auf 0,3 Shift und ich laufe mit 5 kHz. So, und dann schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt Kopfhörer auf und werde euch einfach die verschiedenen Signale dann zeigen. Und hoffentlich kommt heute ein bisschen was Interessantes wieder mit dabei. Ein Splitter. So, zweites Signal. Kam blechernd rein, scheint ein Ring zu sein. Ein Fingerring. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob es vielleicht eine Unterlegscheibe ist oder irgendwas anderes. Hat auf jeden Fall die Form eines Rings. Ja, pack mal die andere Kamera schnell aus. Und das mal im Detail anschauen können. Man sieht dort, hat er ein Loch und da hat er auch ein Loch. Hat auch keine Verzierungen dran. Ich denke nicht, dass es ein Fingerring ist. Wird irgendwas anderes sein. Kommt aber zu den interessanten Sachen auf jeden Fall dazu. Fettet Ding. Könnte von einer Bremse sein. Vielleicht eine Bremsscheibe, eine alte? Ich weiß es nicht genau. Irgendeine fette Eisenunterlegscheibe. Kommt natürlich auf den Müllhaufen da hinten, wo ich den ganzen Müll erstmal sammle. Ein Deckel. ...74er Leitwert. Tiefer weiter unten. Bleiplatte. Ja. Eindeutig eine Bleiplatte. Naja, Blei ist nicht gut für den Wald. Draht. Aua. Ich bin noch verletzt beim Wald sauer machen. Altes Feuerzeug. Oh, kommt die Watte raus. Unten aufgebrochen, kann man sehen, das ist der Tank, das ist die Watte. Hier war irgendwo der Docht, wahrscheinlich hier und dann hier irgendwo Feuerstein. Da konnte man so anmachen. Schöner, interessanter Fund. Kommt natürlich auch zu den interessanten Dingen, nicht in Müll. Und schauen wir uns eines Tages alles an, mal kurz. In so einer Art Fundzusammenfassung, wo wir auch den ganzen Müll und so sehen. Aber das werde ich euch auch zwischendurch immer mal zeigen. Eine kleine Hülse von einem ganz kleinen Kaliber. Das haben manchmal die Jäger benutzt, ja, zum Vögelschießen. Eine ganz kleine Patronenhülse. Blechmüll.
Ja, Zinkblech ist das. Noch eher alt. Wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg oder so. So aus der Zeit. Ich brauche meine Riesenfundtasche. Demnächst. Das ist dann einfacher. Die habe ich aber irgendwo. Weiß noch nicht wo. Na gut. So, das hier ist die Müllabladestelle. Vorerst, bevor ich dann alles in Eimern packe. Unter dem Laub hier liegt auch noch der Müll vom Sommer. Das ist also nicht nur von heute und gestern, sondern auch von den anderen paar Malen, wo ich hier war im Sommer. Erstmal muss ich das alles irgendwo sammeln. Wird sonst zu schwer. Eine Münze. Jetzt sehe ich so schon, was das ist. Ich zeig's mal im Detail. Mit der Kamera. Es handelt sich dabei um einen Zinkpfennig aus dem Dritten Reich von 1941. Findet man immer wieder. Das ist jetzt nicht so der Knüllerfund, aber ich wollte euch trotzdem mal zeigen. Ein großer, deutlicher Leitwert. 72. Was ist denn? Das ist ein Dosendeckel. Steht aber nichts drauf. Guter Leitwert. Eine Tube von, schauen wir uns mal an, Gebrauchsanweisung steht dran und hier kann ich nichts mehr erkennen. Ja, kann ich nicht mehr erkennen. Egal. Hier ist der nächste Fund. Ein Pfennig DDR aus Aluminium. Ja, den filme ich jetzt nicht in einer Aufnahme. Ein übelstes Knallersignal. Bestimmt eine Dose. Ja, eine Dose. Aber eine große Dose. Salzheringe. Cool. Hergestellt in der DDR. Kühllagern zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. VEB Fischkombinat Sassnitz. Sehr schön. Ein Relikt der DDR. Und auch dies nehme ich mit. Und bringen das gleich zur Müllsammelstelle. 60er Leitwert oder so. Noch eine Dose. Da ist noch irgendwas nebendran, wo gerade die Dose war. Aber das war das kleinere, glaube ich.
einen anderen Leitwert. Nee, das ist noch mehr davon. Oh. Ein knalliger 92er Leitwert. Das ist doch ein Traum. Ein Traumsignal und ein Traumfund. Nämlich eine Dose. Das war's? Nee. Was denn? Hä? Passt aber nicht so zusammen. Eine Zinkscheibe. Naja, auf jeden Fall ist wahrscheinlich Müll. Ein Fahrradständer. Also ich sehe schon, da brauche ich keine Eimer, ich brauche Tonnen demnächst. Nochmal so ein knalliges Signal. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn hier los? Ich muss jetzt erstmal zur Müllablagestelle. Rakete. DDR-Silvester-Rakete. Zumindest wurde mir das mal so erzählt. Hier war die Zündladung drin, hier war die Zündschnur. Oder so. Was? Muss ja so gewesen sein eigentlich. Nee. Kann ja auch hier unten rausgezischt sein. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es Müll. Nehme ich mit. Gut. Jetzt gehe ich erstmal den Müll zurückbringen. So. Ich finde nicht jetzt immer so eine großen Sachen. Weil das ist nicht gut. So. Kurze Pause. Ich habe wieder was gefunden. Haufen Zeug. Ich habe jetzt die kleinen Funde nicht mehr gefilmt. Weil das einfach zu zeitaufwendig ist. Und ja, einen Haufen Müll habe ich wieder gefunden. Rad. Alufolie und Dosendeckel. So, ich habe mal die Lampe aktiviert, weil es schon ein bisschen dunkel ist. Deckel, eine Klingel, noch mehr so ein Raketenzeug. So, wieder ein Haufen Zeug. Flaschen auch. Ja, da hinten war ich jetzt mal. In dem Bereich, da waren noch ein paar Signale, ein paar interessante. Aber ich wollte erstmal den Müll hierher bringen. Na gut, ich gehe jetzt da wieder hin. Vielleicht liegt da noch was. So, ich hatte gerade ein Riesensignal. Und das ist eine Hülse auf jeden Fall. Das ist ein Krieg. Hier hinten ist der Aufschlagbereich. Ist aber irgendwie leer. Komplett. Und ist auch schon abgeschossen. Da kam gerade noch so was raus. Wundert mich ein bisschen. Ich dachte erst, es war gefährlich. Dann habe ich so langsam am Rand rumgegraben und habe gesehen, dass es eine offene Hülse ist. Greifen wir doch mal rein. Da ist auf jeden Fall nichts weiter drin. So, Sand. Okay. Kommt natürlich auch auf den Müllhaufen. Interessant. Hier am Waldrand war da anscheinend ein bisschen was. Kessel habe ich noch gefunden. Einen dicken, fetten Kessel. Und noch
Irgend so ein weißes Ding hier. Keine Ahnung, was das ist. Da, ich glaube, von einer Hochspannungsleitung oder so. Und noch ein bisschen Müll hier. Quarkpackung. Glas. Parfüm hier. Deo-Spray, Rest. Ja, das waren erstmal die Funde für jetzt. Der Megafund war mir nicht vergönnt, aber ich suche weiter. Mal erstmal nur den Kleinkram rein. Aber das wird niemals reichen. Der Eimer ist ja dann gleich voll. Aber immerhin schon mal ein bisschen was. Ansonsten muss ich den Eimer erstmal wegbringen.